laufenden Meisterschaft teil. Soll ich eine Route zum nächsten Rennen festlegen? In 200 Metern rechts abbiegen. Hallo und herzlich willkommen zurück und ja, wir fahren mit dem Warhawk. Ich habe einen Flag, das ist gerade unsere Spielerin und ja. In 200 Metern rechts halten. Was haben wir denn von Rennen? Ah, da hinten. Die Meisterschaft. Stimmt, die hat mir nicht beendet. Genau. Gut, ja, dann machen wir das am besten gleich. Grüßen da mal kurz hin und beenden die. Wenden. Was mir auffällt beim Helo oder bei Helo, da drehen sich, bewegen sich alle vier Reifen, wenn man lenkt. Schön, aber ansonsten fällt es schon. Kann man gerne mal nutzen. In 400 Metern scharf links abbiegen. Da sparen wir uns, wir biegen, wir machen es gleich so. In 100 Metern rechts abbiegen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Vorbeigehüpft. Gut, starten wir das Ganze nochmal und... So. Meisterschaft fortsetzen. Wir nehmen die kleinen Buggy. Stimmt, die haben wir kurz angefangen. Und die haben wir gewählt und dann auch nicht weitergemacht. So. Geht kurz und dann ja mal gucken, wie uns das gelingt. Letztes Mal war es gar nicht so schlecht mit dem Auto. Mal gucken, wie es jetzt wird, ob es besser wird. Putzige kleine Autos. Okay, los geht's. Okay, es sind wieder drei Runden und die sind wir schon mit den großen fortgefahren. Der war auch deutlich ein bisschen, na, sagen wir einfacher. Oh, wir müssen uns wieder dran gewöhnen. Schön. Oh, das kann jetzt ein Weilchen dauern. Ja, sind 12. Und haben einiges vor uns, denn wir müssen erstmal alle überholen. Wir kommen erstmal schon näher, das ist schon mal nicht schlecht. Aber ja, sind trotzdem alle vor uns. Versuchen wir da nicht so durchzufahren, dass uns da die Beschleunigung nicht ganz schön abhanden kommt. Und wir hier mal ein paar. Es ist schade, dass ich da komplett vorbeigefahren bin. Ich dachte, ich erwische ein bisschen das Ganze, dass ich da halt aus der Kurve heraus da schon mal 1, 2, 3 ja überholen kann. Au. Okay, ich habe Simulation an, was das ganze Schadens bekomme, auf Dauer nicht ganz so... Die Schuppenrolle auf alle. Also, oh mein Gott. Dann geht sie mir ein Stückchen zurück und sagt, okay, komm, wir lassen ihn mal vor. Okay, gerade gesagt und selbst gemacht. Das war natürlich. Und Sprung drehen und ja, das war schlecht, weil ich dann von der Strecke gekommen bin. Und das ist ja eher kontraproduktiv, wenn Rennen in der Strecke zu fahren. So, wir sind immer noch 9. Sorry, 10. Okay, 7. Das ist schon mal nicht schlecht, aber ich glaube, das war mal total verkehrt. Also ich glaube, heute ist nicht mein Tag. Lassen wir das mal so im Raum stehen, denn irgendwie läuft es gar nicht.
das sah gerade wieder so gut aus und dann kam, passierte das, was passiert ist, wieder die Checkpoint verfahren oder halt nicht mitgenommen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gebe da zu viel Gas. Ich habe leider die Traktionskontrolle. Was ist denn das vierte? Verzeihung, fünfter? Weiß nicht, ist dieser Erfolg für die meisten Spuler im Rennen? Ich glaube, ich hätte ihn. Aber es war schon mal ein schlimmeres Video, wo das Ganze. Okay, wir sind erstmal. Ja, dritter. An dritter Stelle. Wer hätte das gedacht? Und wir jetzt nur noch gucken, dass wir an den zwei vorbeikommen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und das hat schon mal ganz gut ausgesehen. Und schön, wir sind, wer hätte das geglaubt, erster. Gerade ein bisschen Dings erfahren. Eine kleine Fähigkeitskette und dann passiert sowas. Nun gut, sei es drum. Machen wir das Ganze noch irgendwie ins Ziel. Denn schön war das Rennen nicht. Nichtsdestotrotz, wir haben es geschafft. Haben es auch jetzt einen kleinen Vorsprung. Warum nicht gleich so? Und erster. Herrlich. Ich glaube, das ist das erste Rennen im Lauf. 20 Punkte und genau, 20 Punkte weitere. Vier Rennen sind insgesamt. Das erste haben wir geschafft. Mehr oder weniger. Erfolgreich. Gut, erfolgreich war es, aber halt, ja, fahrtechnisch nicht ganz so optimal. Wir sind Stufe 39. Mal gucken, was wir kriegen. Wir könnten mal wieder ein Auto gewinnen oder mal einen großen Geldbetrag. Ja, 45.000 wird 90.000 raus. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Damit können wir schon was anfangen. 50 wäre besser gewesen, aber nehmen wir auch gerne so mit. So, haben es rein abgeschlossen. Ja. Und weiter geht's. Hoffentlich werden die nächsten Rennen ein bisschen schicker. Ist es das? Ach so, aktive Meisterschaft. Da steht es ja ganz groß. Ich navigiere mich mal hin, obwohl es eigentlich egal ist. Denn bis hierhin kann man sich ja nicht viel verfahren. Auch die Strecke sind wir schon mal gefahren. Was gibt es denn eigentlich noch für Autos? Wir gucken mal. Kleiner Moment. Vielleicht finden wir was irgendwie ein bisschen besser gelingt, aber ich glaube, die anderen sahen auch niedlich aus. Ja, da gibt es sowas hier. Achso, es war noch ziemlich schnell und das andere ist alles ein bisschen langsamer. Deswegen haben wir es, glaube ich, für den entschieden. Na gut, lassen wir es bei dem Auto und schauen wir mal, ob es jetzt besser gelingt. Zweites Rennen in der aktuellen Meisterschaft. Hoffen wir das Beste. Wir haben schon mal Tag. So. Okay, das ist auch wieder ein Rundrennen. Ist diesmal Tag. Mal gucken, zum Zeit ist jetzt noch ein bisschen mehr Strecke. Das Ganze auch ein bisschen angenehmer zu fahren macht und sagt sich, da kommt wieder das Offroad-Gefühl. Da ist eine kleine Pfütze, jawohl. Nehmen wir gerne natürlich mit und hier haben wir eine super Kurve, die nach rechts geht und können somit an den einen Auto vorbei und uns dann hoffentlich bald an erster Stelle wiederfinden. Boah. Also das Ganze möglichst sitzbringen. Die Fähigkeitskette nicht zu unterbrechen oder zu verlieren. Also unterbrechen schon, wenn es soweit ist. Aber halt nicht verlieren, denn 11 mal 6 ist jetzt nicht allzu viel. Aber auch mal wieder nett. So, sind jetzt an erster Stelle und fahren unverhältnismäßig ziemlich weit raus. Aber gut, hat es nicht so viel Zeit gekostet.
immer. Ja, das läuft schon besser. Hätten wir mit denen angefangen? Ein bisschen was von Kokrat. Ja, ich nehme auch gefühlt jede Bande mit. Zweite Runde ist auch gleich erledigt. Wir haben noch ein bisschen Zeit und Platz zum zweiten. Und daher kann ich eigentlich ganz ruhig nach Hause fahren. Schön, da nochmal ein paar Pünktchen mitgenommen. Dann klappt es mit dem Stufenaufstieg ein bisschen schneller. Schade. Okay. Noch die Rechtskurve und dann sausen wir langsam durchs Ziel, würde ich sagen. Sehr schön. Wieder gewonnen. Darf gerne so weitergehen. Dazugekommen sind, ja, auch schon ein paar. Da haben wir fast die 10 Millionen zusammen. Ich glaube, nur anderthalb brauchen wir, wenn ich richtig geschaut habe. Kann auch sein, dass ich mich ein bisschen verguckt habe, aber ich glaube, so anderthalb. Dann müsste es passen. So, was haben wir denn noch? Das ist ein Fanrennen. Nein, ja, wo finde ich jetzt die aktuelle Meisterschaft? Nein, die ist es nicht. Kennt ihr das? Ihr sucht das und findet es nicht? Wir fragen mal Anna, dafür ist sie ja da. Was soll ich tun? In der Nähe gibt es eine Löffellisten-Herausforderung. Soll ich für Sie eine Route dahin festlegen? Route berechnen für Rennen, Löffelliste-Festival. Scout Location. Machen wir mal Rennen. Okay, Route zum nächsten Rennen. Nein. Die ist total sinnlos, die Route. Wo ist denn unsere Meisterschaft? Ich sehe sie gar nicht. Das könnte sie, das ist unbekannt. Aber eigentlich sollte die denn da sein. Nochmal kurz schauen. Alles ran. Das ist eine Levelliste. Was ist für ein Schwierigkeitsgrad? Oh, die ist schwer. Da haben wir das Rennen, das haben wir gerade gemeistert. Scharf rechts abbiegen. Okay, die haben wir gerade gefahren. Und Rivalenrennen. Gut. Okay, gucken wir mal weiter. Wir haben schon auch Meisterschaft und die haben wir auch gerade gefahren. Hier ist der Löffel, die ist leicht, aber ja, wo ist denn das nächste Rennen? Wie ist denn eigentlich nochmal? Fanrennen ist das hier? Oh, die ist auch groß oder lang. Umfangreich. Hier. Das? Das haben wir eigentlich schon mal gefahren. Okay, gut, dann machen wir so lange. Eigentlich wollte ich gerne abschließen. Das ist eine Löffelliste, das ist auch eine Löffelliste und da fahren wir jetzt erstmal kurz nach hier. Meisterschaft gibt es da nicht. Gucken wir mal, was es da zu holen gibt und dann fahren wir gleich nach hier. Aber eigentlich Meisterschaft. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 200 Metern rechts abbiegen. Wir cruisen wieder ein bisschen durch. Horizon. Ihr solltet vielleicht die Lautstärke eurer Radios für die nächsten paar Minuten ganz nach oben drehen. Wenn der Regler nicht auf Anschlag ist, werden wir uns über den Lärm des höchsten Schaurennen. Okay, das war jetzt schade, dass er gerade. Wir sind da rechts geschoben. Und er. Dieses Teil macht
ist durch die Kurve gefahren. Okay, 4,4, 4,2 Kilometer entfernt. Können wir gleich bei den anderen anhalten, gucken, was wir da machen müssen. Und die fahren für die ganzen... Machen wir schon mal ein Stückchen langsamer. So, und rennen. Genau, Meisterschaft ist weg. Aber ich mache das jetzt nicht, das machen wir gerne später, dass wir das dann anders mal machen. Das erst die Meisterschaft abschließen, wenn ich dann das nächste Rennen finde. Schön, dass die Autos da sind, da kann man da ein bisschen Fett aufbauen, die Punkte holen. Okay, gut. Da müssen wir schon langsam runter, denn wir wollen die ja behalten. So, genau. Hier ist noch eine kleine Blitzer, aber da passiert jetzt nicht wirklich viel. Sie haben Ihr Ziel erreicht. So. Auch keine Meisterschaft. Gut, machen wir es einfach letztes Mal so und ja, lassen auch gleich das Auto und fahren da mal lang. Jetzt haben wir die Rennstrecke verloren. Gut, machen wir jetzt das Rennen und dann das andere Rennen. Und mal gucken, was dann weitergeht mit der Meisterschaft. Nicht bald. Ich wollte eigentlich abschließen. Es regnet da natürlich kein Dach, oder? Ah, das war kein Dach. Aber diesmal eine Scheibe. Nicht viel, aber immerhin was. Wir sind letzter, hatten wir schon mal. Aber davon lassen wir uns nicht aufhalten, denn wir versuchen hier das Beste draus zu machen. Und alle zu überholen, ansonsten kann man da noch ein paar Punkte sammeln, wenn man die überholen und hoffentlich halten wir auch die Fähigkeitskette ganz lange. Jetzt wird sie gerade ein bisschen, mal gucken, ah, jetzt wird sie wieder weiter. Sehr schön. Im ersten Bereich habe ich ganz viele Meister. Also nach dem Rennen, nach dem Start geht es nochmal ganz gut mit Sammeln, danach ist es dann eher so eine kleine Flaute. Okay, jetzt sind wir ganz gut vorbeigekommen an so ziemlich fast allen. Die Kette schleicht auch weiter, das ist nicht schlecht. Sehr schön. Okay, erste Runde fast geschafft. Den ersten im Ziel in Sicht. Ich glaube, jetzt können wir die Runde 10.000, das ist aber nicht schlecht. Wir kommen langsam näher, wir saugen uns an den Rang und wir holen ihn bestimmt gleich. Na, vielleicht nicht gleich, aber dann demnächst. Dann schubst du ihn an. Der hält aber auch dagegen. Habt ihr das gesehen? Fahrt er in uns rein. So. Zweite Runde auch gleich geschafft. Mal gucken, ob wir uns absetzen können. Sieht im Moment ganz gut und ganz so aus, ganz danach aus. Aber jetzt habe ich das Gefühl, er kommt wieder ein Stückchen ran.
Na gut. Soll jetzt kein Problem sein, ihn dann mal auf Abstand zu halten. So, doch noch ein Stückchen dran kommen. Wir müssen das jetzt die Kurven, die Passagen ein bisschen schnell und zügig nehmen. Und vielleicht auch nicht versuchen zu driften, da ich das gerade ein bisschen verbremst hätte nicht sein sollen müssen. Denn an der Stelle war eigentlich gar nichts. Das war echt nah. Jetzt kommen hier gerade ein bisschen besser raus aus der Kurve. Das hat wieder ein bisschen was gekostet. Ach, das macht die ganze Sache auch nicht besser. Oh, so, jetzt müssen wir... Hoffentlich klappt's. Dass wir das noch ein Ziel retten. Ansonsten müssen wir gucken, dass wir unsere Linie verteidigen. Aber es sieht ganz gut aus. Ja, passt. Sollte funktionieren. So. Kann man ein bisschen Geld eigentlich? Recht viel Geld. Ich weiß gar nicht, wenn wir das letzte Mal so viel Geld bekommen haben. EP gab es auch einiges. Stufenaufstieg. Mal gucken, was wir gewinnen. Wie gesagt, Auto wäre ganz schick. Schön. So, wird zu 40 langsam unser Fuhrpark. Und wir haben dann gleich die 9 Millionen geknackt. Ja, machen wir erstmal an dieser Stelle Schluss. Bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Und wir sehen uns dann hier weiter beim Horizon. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, dicken Dank fürs Dabeisein. Bis demnächst, euer Coach hier. Bye.